In diesem Video geht es um diesen verdammten Trapezmuskel, der bei so vielen Menschen immer wieder verspannt. Also verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich gut, dass es diesen Muskel gibt, denn er hat eine wichtige Funktion. Allerdings macht er natürlich vielen Menschen auch immer wieder Probleme. Sei es zum Beispiel durch lange anhaltende, eingefallene, statische Bewegungen bzw. Körperpositionen am Schreibtisch oder auch zum Beispiel durch Stresszustände und. Was du vielleicht schon kennst, ist zum Beispiel eine Massage, Wärme, Dehnung, so diese klassischen Behandlungsmethoden, was man dagegen machen kann. Heute möchte ich dir noch eine weitere Sache zeigen, und zwar aktive Übungen mit Hanteln in diesem Fall. Du kannst dir für zu Hause aber gerne auch einmal Wasserflaschen einfach nehmen, die erfüllen ihren Zweck genauso. Für viele ist es vielleicht im ersten Moment etwas kontraintuitiv, dass man jetzt sagt, okay, einen verspannten Muskel noch weiter trainieren, aber das Gegenteil ist der Fall. Also man hat sogar eher herausgefunden, dass ein aktives Training, ein Krafttraining wirklich einer Massage sehr ähnelt, was den Effekt auf die Muskelentspannung danach hat. Das heißt, folg mir einfach mal, probiere einfach mal die Übung nachzumachen und gib mir dann gerne im Anschluss dein Feedback, wie du die Übungen empfunden hast. Für die erste Übung stellst du dich einmal aufrecht hin, der Bauch so ein bisschen auf Vorspannung, Brustkorb geht nach vorne oben etwas raus und dann hältst du die Hanteln einmal fest in deiner Hand. Die Ellenbogen sind gestreckt, die Arme einfach neben deinem Körper hängen lassen und die einzige Aufgabe, die du jetzt hast, ist es, deine Schultergürtel oder deinen Schultergürtel zu den Ohren zu ziehen und wieder abzulassen. Wieder zu den Ohren zu ziehen und wieder abzulassen. Du kannst dich an meinem Tempo gerne orientieren. So sollte es ungefähr sein. Ich zeige nochmal zwei verschiedene typische Fehler. Fehler Nummer 1, die Schultern so nach vorne zu lassen und dann zu ziehen. Jetzt mal übertrieben gesagt, das sollte nicht passieren. Fehler Nummer 2, bei der Bewegung nach oben irgendwie noch was mit den Ellenbogen so mitmachen, auch übertrieben gezeigt. Das sollte auch nicht passieren, sondern die Arme sollen einfach wirklich neben dem Körper hängen und die einzige Bewegung aus dem Schultergürtel heraus. Im Prinzip ganz simpel. Ein bisschen konzentrieren dabei und dann so 15 bis 20 Wiederholungen. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür, schau, wie dein Körper darauf reagiert und dann für 3 Durchgänge. Das Gute, das kannst du zwischendurch auch mal im Büro machen, ne? Da schnappst du dir einfach 2 Wasserflaschen und machst das mal für 3, 4, 5 Minuten. Und allein durch diese kleine Übung erzielt man häufig schon einen positiven Effekt auf den Spannungszustand und Schmerzzustand dieses Muskels. Ich zeige noch eine alternative Übung. Dafür brauchst du so ein bisschen Bewegung in der Schulter. Wenn du direkt merkst, das wird nicht klappen, dann bleib erstmal bei Übung Nummer 1. Ansonsten für die nächste Übung gleiche Grundregeln, stabiler Stand, Bauch ein bisschen auf Spannung und dann sollst du einmal die Arme über deinen Kopf nehmen, die Ellenbogen wieder leicht gestreckt, alles auf Spannung, okay, ich kontrolliere mal selber, passt soweit und dann wieder den Schultergürtel nach oben Richtung Decke. Wieder etwas ablassen, nach oben zur Decke. Ablassen, nach oben zur Decke. Das erscheint im ersten Moment vielleicht gar nicht so leicht von der Koordination. Probier es einfach mal. Ist auch nicht ganz so tragisch, wenn irgendwie ein kleines Detail nicht passt. Versuch einfach, dir wirklich Zeit zu nehmen, dir auch Ruhe zu nehmen für die Übung, dass du so ein bisschen in den Körper mal reinhörst, wie die Bewegung bei dir ankommt. Und ja, ansonsten eignen sich die Übungen für jeden Tag. Ich würde mich über dein Feedback freuen, wie dir die Übungen gefallen haben. Abonniere gerne meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Gib dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Bis dahin.